Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Freibox von Cory. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Frei von Cory, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Kartonbox mit einem Aufkleber darauf. Frei Cory Limited Special Edition lesen wir hier, inklusive aller Instrumentals, T-Shirt, Poster und Autogrammkarte. Auf der linken Seite die Credits zum Album, rechts gibt es noch einen Barcode und dann haben wir hier einen guten Mann stehen, und zwar ist das in diesem Fall der Interpret Cory. Sieht so aus wie irgendein verlassener Parkplatz und hinter ihm ein paar Gebäude in der Ferne. Ja. Das Ganze ist rundum in weiß gehalten, ist so eine ganz schlichte Kartonbox in weiß eingefärbt. Der Deckel ist abnehmbar, so sieht das aus. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Autogrammkarte, dann haben wir eine weiße Papphülle. Ich gehe mal stark davon aus, dass das, jawohl, die Instrumentals sind. Dann haben wir das Album an sich. Ein Poster und ein T-Shirt. So, auch von innen in weiß. Dann machen wir die Box mal wieder zu und zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Frei von Cory. Es ist das dritte Soloalbum von Cory. Der Mann ja hauptsächlich als Produzent oder Mixing oder Mastering Engineer in Erscheinung getreten, aber hin und wieder macht er dann auch mal selber Rap und deswegen mittlerweile auch schon sein drittes Soloalbum. Oben rechts lesen wir Nemesis Records, dann haben wir den Albumtitel, darunter den Interpreten und der steht auch hier. Es sieht aus, als wäre das ja auch wieder auf diesem Parkplatz aufgenommen. Wir haben hier sogar Leitplanken, also eventuell auch ein veraltetes, ein verlassenes Parkhaus. Das Ganze kommt in einem Standard Jewelcase. Cory frei. Und auf der Rückseite haben wir die Credits, einen Barcode und die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Flace, Anni und Lukas Broich. Nochmals Flace, Kollega und DJ Aero und Prinz P. Ja, die Features können sich sehen lassen. Dann schauen wir mal ins Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die ersten 6 Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Also, unüblich aber doch. Produzent Cory hat ja auch einige Beats von anderen Menschen, natürlich von King Size und Alexis Troy, seinen Weggefährten. Dann haben wir nochmal Cory abgebildet mit Sonne im Hintergrund, dramatische Aufnahmen. Ja, also das Artwork dürfte echt großteils hier auf diesem verlassenen Parkplatz entstanden sein. Zumindest die Fotos. Dann haben wir nochmal 6 Tracks. Inklusive der Info, wer produziert hat. Und dann hier nochmal die Infos zum Album. Also ausführende Produzenten, Fotos, Artwork etc. Mixing, Mastering und. Und Social Media Auftritte von Cory und Nemesis Records. Alles klar. So, dann kommen wir zum Album, zur Album-CD. Die sieht so aus, frei Cory, lesen wir auch hier wieder und natürlich auch hier wieder der Sonnenuntergang. Dann hier das große K, das Logo von Cory mit drauf. Dann haben wir zu dem Album eine Bonus-CD und zwar die Instrumentals in einem Digisleeve. So sieht das aus. Ja, ihr seht es selber. Was mich etwas stört, natürlich einerseits, dass es ein Digisleeve ist, so eine Papphülle. Aber was mich eigentlich fast noch mehr stört, ist, dass man die einfach hier so
schlicht weiß gelassen hat. Also die hätte man zumindest irgendwie einfärben können. Keine Ahnung, nochmal das Cover hier drauf oder irgendwie abgewandelt mit dem Zusatz Instrumentals, was auch immer. Aber so ganz weiß schlicht, dass man nicht mal irgendwie von außen erkennen kann, was sich drin befindet, ist doch schade. Vor allem, wenn ich es ins Regal stelle und dann irgendwie auf der Suche bin. Ja, etwas mühsam. Aber ja, wurde so gelöst. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Die Herren hier, zumindest die beiden kenne ich. Eventuell ist das hier noch Logarithm. Aber wir haben hier natürlich Kingsize und Alexis Troy. Hier dann noch Corey in den Homeboy Studios stehend. Frei, dann darüber das K und hier dann unterschrieben mit schwarzem Stift. Rückseite blank weiß. Ein Poster ist mit dabei. So. Das Poster ist im Hochformat gehalten. Hier unten rechts haben wir wieder das K und den Albumtitel. Und dann haben wir hier den Mann stehen mit verschränkten Händen. Corey mit Lederjacke und einer schwarzen Logo-Cap. Das Ganze findet statt vor so einem blauen Hintergrund und umrahmt mit einem weißen Rand. Einseitig bedruckt das Ganze im Hochformat und hat einige Faltlinien, weil es ja doch auf ein recht kleines Format zusammengefalten wurde. Aber rein so vom Motiv her echt schön. Und dann kommen wir zum letzten Inhalt der Box. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit dabei. Relativ ungewöhnliche Farbe. Es ist so eine Mischung zwischen, ich würde sagen, Olivgrün und Dunkelgrau. Ist die Frage, ob das in der Kamera jetzt so rüberkommt. Wir haben hier auf der Brust wieder dieses orangene K von Corey. Dann so einen Trennstrich. Und darunter, ach so, ja klar, das ist wohl kein Trennstrich, sondern das I von Frei. Ich dachte, dass darunter jetzt nochmal der Albumtitel steht, aber es ist natürlich hier das I von dem Wort Frei. Und hier zum Abschluss gibt es dann auch noch Nemesis Records in Orange das Ganze. Also der komplette Aufdruck hier in Orange gehalten. Sehr ungewöhnlich eigentlich, dass man das Label hier mit auf das Shirt schreibt. Sieht man echt selten. Neckprint haben wir keinen, alles blank auf der Rückseite. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und ist die Frage, wo haben wir es? Ah ja, genau, hier haben wir es. Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte hier mit den vier Jungs abgebildet. Einer davon hat unterschrieben, der Interpret natürlich. Die Instrumentals zum Album in dieser glattweißen Papphülle, in diesem Digisleeve. Und natürlich das Album an sich im Jewel Case frei von Corey mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box frei von Corey. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Corey unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.